Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe, nämlich Windows Forms. Ja, dieses Tutorial setzt die Grundkenntnisse von der C#.NET-Programmiersprache voraus. Also wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann schaut euch am besten unser C#-Tutorial an. Da wird jetzt wahrscheinlich da irgendwo eine Anmerkung eingeblendet zu den Videos, die ihr euch anschauen solltet. Wenn ihr schon eine grundlegende Ahnung von C# habt, aber eben nur von Konsolenanwendungen oder WPF oder sonstigem, aber gerne mit der Form arbeiten, mit den Forms arbeiten würdet, dann seid ihr hier ziemlich richtig. Also, erstmal zu den Grundlagen der Windows Forms. Also, wenn man ein Projekt erstellt, bekommt man genau dieses Fenster angezeigt. Es gibt rechts, anders als beim Konsolenprogramm, ist nicht nur das Programm.cs, was uns in diesem Fall eigentlich wenig bis gar nicht interessiert, sondern es gibt auch noch eine Form 1.cs und die ist in diesem Fall das Wichtige daran eigentlich. Wenn wir diese Form 1.cs aufmachen, die ist standardmäßig schon geöffnet, dann kriegen wir dieses Entwurffenster. Wir sehen hier momentan noch ein leeres Fenster. Und hier drüben im Werkzeugkasten, wenn euch da nicht angezeigt wird, könnt ihr unsere Ansicht Werkzeugkasten den einblenden. Also da im Werkzeugkasten sehen wir einige Elemente, die wir verwenden können. Und wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ich will einen Knopf haben, den Button darüber ziehen und einfach hier einfügen. Das geht ganz einfach. Dann hat man da unten normalerweise ein Eigenschaftenfenster. Das kann man auch unter Ansicht. Wo ist denn das? Das ist unter. Das ist unter. Wo ist das denn? Okay, wenn man rechte Maustaste Eigenschaften drückt, dann wird das offensichtlich aufgerufen. In der alten Version war es noch so, dass man das unter Ansicht aktivieren konnte. Man kann es hier unter Ansicht Eigenschaftenfenster auch aktivieren. Ich war nur zu blind, um es zu sehen. Gut, unter diesen Eigenschaften kann man jetzt Dinge verändern, wie zum Beispiel den Variablennamen oder den Text oder sonstiges. Also wir nennen diesen Button einfach mal First Button. Das schreiben wir dann natürlich nicht drauf. Wir nennen diesen Button erster Button. Also dieses Text ist das, was hier steht. Wir können das hier kleiner und größer ziehen. Beziehungsweise gibt es hier solche Rasterlinien immer, die dann das fixieren sozusagen. Also man bleibt mit der Maus hängen. Das gibt es leider nicht für die Mitte, aber man kann es ungefähr so hinschätzen meistens. Gut, genau, für unser Hauptfenster ist dieses Textattribut, das was oben in der Titelleiste steht, also zum Beispiel nennen wir das mal Hello World. Also es gibt hier eben verschiedene Attribute, da gibt es Größe und Padding, Maximum Size und solche Dinge halt. Die Color kann man sich setzen, dieses Icon da links oben kann man verändern mit dem Font, kann man ändern, also die Schriftart, den Cursor. Ja. Gut, zurück zu unserem Button. Wir nennen den als Name, also als Variablen-Namen, First Button. Und wenn wir jetzt F7 drücken im Designerfenster, dann kommen wir zum Code. Gut, wir sehen hier, dass diese Klasse, diese Form 1, vererbt ist von der Form-Klasse. Das bedeutet, ja, sie ist vererbt. Es wird da oben ein Haufen Dinge importiert. Und ja, wir haben hier diese Methode, die heißt initializeComponent. Das ist hier, das da. In dieser Form 1.designer.cs, da
Datei. Die wird vom System automatisch generiert, also im Normalfall muss man hier nichts verändern. Es gibt einen Fall, wo man was verändern muss, aber da kommen wir dann später noch dazu. Ja, also da sind eben diese ganzen Dinge. Hier sehen wir jetzt, dass this.text zum Beispiel Hello World bekommen hat oder this.firstButton.text ist als erster Button gesetzt worden. Also das setzt einfach diese ganzen Eigenschaften, was wir durch den Designer da setzen. Gut, jetzt wollen wir natürlich auf unseren Button irgendwie zugreifen. Das können wir einfach, indem wir diesen Variablennamen, den wir eben dargegeben haben, dieser Variablenname da, was bei Name steht, den können wir einfach so im Code verwenden. Also der hat dann einige oder ziemlich viele wie nennt man das, Funktionen, die man verwenden kann, Methoden und lauter Properties und Haufen Variablen und Events und so. Und ja, wir wollen jetzt, was wollen wir denn überhaupt? Gut, wir machen mal keinen Button. Beziehungsweise diesen Button lassen wir noch, der kommt dann für ein späteres Tutorial noch zum Einsatz. Wir machen einmal ein Label. Ein Label zeigt einfach einen Text an. Wir setzen den Text einfach mal auf nichts, weil den wollen wir dann im Code setzen. Wir könnten natürlich da den Code auch festlegen, aber dann wäre es ja langweilig. Und das nennen wir jetzt, wie nennen wir das? First Label zum Beispiel. Ja, so können wir es nennen. Das können wir dann im Text verwenden, im Code verwenden. Also First Label Punkt. Und da gibt es zum Beispiel die Eigenschaft, die heißt Text. Die können wir jetzt verändern, zum Beispiel auf Hello World. Dann werden wir, wenn wir auf F5 drücken, um dieses Programm auszuführen, dieses Fenster sehen, wo Hello World steht. Ja, so kann man grundsätzlich alles verändern. Man kann zum Beispiel Punkt, also wenn wir jetzt diesen Text da lassen und Punkt Hide machen, dann wird dieses Ding versteckt. Und das können wir mit Punkt Show anzeigen und eben mit Punkt Hide verstecken. Und so funktioniert das für 99% von diesen Objekten da. Also es gibt da irrsinnig viel Image Lists und verschiedene Stilelemente, zum Beispiel, wo ist denn das? Es ist irgendwo da unten. Genau, zum Beispiel solche Status Strips, also das wäre das da unten, wo gerade bereit steht. Oder Menü Strip, das wäre das, was hässlich in Großbuchstaben geschrieben ist. Also man kann eigentlich ein voll qualifiziertes Windows-Fenster damit entwickeln. Ja, zu den Grundlagen war es das eigentlich auch schon. Und ich weiß noch nicht, was ich im nächsten Teil machen werde. Aber ich glaube, ich werde sogar schon mit den Events anfangen. Also bis zum nächsten Teil. Auf Wiedersehen.